Fans des Arkham-Spiele-Universums, die von Suicide Squad enttäuscht wurden, sollten definitiv Arkham Shadow eine Chance geben. Ich bin Batman. Wissen wir noch alle inzwischen, Bruce, hör mal auf damit. Und hier ist noch Hagen von Gamers Global. Herzlich willkommen zum Test von Batman Arkham Shadow für MetaQuest 3. Manch einer von euch erinnert sich vielleicht noch an Batman Arkham VR. Das war mehr eine Tech-Demo als ein Spiel. Bei dieser Neuerscheinung hier sieht das ganz anders aus. All das, was die Batman-Spiele von Rocksteady ausgemacht hat, überträgt Studio Camouflage in die virtuelle Realität. Ob Bewegung, Stealth oder Detektivmodus. Selbst die Kämpfe werden sich vertraut anfühlen, obwohl ihr sie nun ganz anders erlebt. Ein Code für das Spiel erhaltet ihr übrigens aktuell gratis, wenn ihr eine neue Quest 3 oder 3S kauft. Für andere VR-Systeme gibt es Arkham Shadow momentan nicht. Die Story konfrontiert den dunklen Rächer mit dem Red King. Obwohl niemand die wahre Identität dieser Bedrohung kennt, schart der Rattenkönig die Verzweifelten in Gotham als Kultführer um sich. Seine Anhänger schwört er darauf ein, die bestehende Ordnung samt der Polizei zu zerstören. Arkham Shadow präsentiert das mit bekannten englischen Voice-Actors wie Roger Craig Smith und deutschen Texten. Nach dem Launch sollen neben kostenlosen weiteren Inhalten auch weitere Synchrofassungen per Update folgen. Da die Handlung zwischen Arkham Origins und Asylum spielt, kommt es zu einigen interessanten Begegnungen. Unter anderem arbeitet ihr mit Staatsanwalt Harvey Dent zusammen. Erst später in der Chronologie der Spiele wird er zu Two-Face und macht Bruce Wayne ab Arkham City das Leben schwer. Apropos Arkham City, erwartet keine offenen Viertel von Gotham, die ihr frei erkunden dürft. Für das Team diente vor allem Arkham Asylum als Vorbild. Passend dazu verläuft das Spiel linear. Beim Pacing hielten mich allerdings einige Laufen- und Redenabschnitte für meinen Geschmack zu lange vom spaßigen Gameplay ab. Und anfangs sind die Kulissen noch abwechslungsreich, während ihr später sehr viel an einem großen Ort unterwegs seid. Damit aber kommen wir nun zur Umsetzung des Gameplays in VR. Durch das lineare Leveldesign könnt ihr euch nicht an jeder Kante per Seilpistole hochziehen, aber Leitern, Wasserspeier und andere erlaubte Kanten sind auffällig mit einem Fadenkreuz markiert. Auf kleine Vorsprünge hüpft Batman mit dem rechten Stick, große Sprünge passieren automatisch, wenn ihr auf Kanten zulauft. Sehr stark ist, dass die Steuerung auch den Umhang von Batman einbezieht. Wollt ihr gleiten, haltet ihr die Controller hinter euch, greift zu und spannt die Arme, die nun das Cape halten. Es ist schon schön, wie man dabei seinen eigenen Schatten größer werden sieht. Diese Aktion ist aber fest kodiert, ihr könnt also nicht ganz frei mit dem Saum herumwedeln, wie ihr wollt. Wie aus den früheren Rocksteady-Titeln gewohnt, pirscht sich der Held auch mal an Kriminelle heran. Sitzt ihr auf einem Wasserspeier, hängt ihr euch per Stick herab und stürzt euch dann per Knopfdruck auf ein Ziel in Reichweite. Entweder mit einem auffälligen Kick oder mit einem heimlichen Manöver. Das heimliche Packen und Hochziehen des Schurken funktioniert dann über immersive Gesten. Noch etwas mehr Arbeit ist gefragt, wenn ihr geduckt einen Gegner von hinten betäuben wollt. Das klappt auch wieder durch Wände hindurch oder aus Verstecken heraus. Für diese Takedowns streckt ihr erst die Hände aus und reißt dann die Controller hin und her. Ich imitiere da ganz unbewusst die Griffanimation von Batman und bin ganz im Moment vertieft. Immersiv ist auch der Wechsel zur Detektivansicht. Ihr führt die Haupthand an die Schläfe und drückt den Trigger. Der wichtige Unterschied bei Ermittlungsszenen im Vergleich zu früheren Arkham-Spielen: damals wurden noch die meisten Objekte in derselben Farbe hervorgehoben und ihr musstet euch genauer umsehen. Hier wurde das so vereinfacht, dass ihr nur noch die offensichtlich farbmarkierten Punkte abklappern müsst. Als ich Zahlen für ein Codeschloss auf 3 Hinweisen fand, durfte ich nicht mal selbst die richtige Reihenfolge kombinieren, sondern Streber Bruce Wayne musste gleich alles vorsagen. Bleiben noch die Kämpfe, bei denen es richtig sportlich wird. Hier wurden alle Grundmoves gut für VR umgesetzt. Greift ihr nur mit einem Arm an euer Cape und reißt den nach vorne, löst ihr einen Betäubungsschlag aus. Ansonsten ist der Gegner, den ihr anseht, markiert. Boxt nach vorn und Batman überbrückt die Distanz zu ihm für den Angriff automatisch. Die Herausforderung ist, auf die Anzeigen zu achten, ob ihr weiter gerade schlagt oder einen weiten Schwinger von links oder rechts machen müsst, damit der Gegner nicht blockt. Auch Gadgets wie Rauchbomben oder den Batarang zieht ihr euch fix vom Handgelenkslot. Letzterer wird auch öfter in kleinen Umgebungsrätseln eingesetzt. Konter funktionieren intuitiv, indem ihr rechtzeitig die Hand Richtung Gegner hebt.
Kommt der Angriff von außerhalb eures Sichtfelds, müsst ihr den Arm schnell genug zur richtigen Seite strecken. Letzteres funktionierte nicht immer zuverlässig. Daher habe ich mich in der Praxis lieber in Richtung Angreifer gedreht und ihn von vorne geblockt. Gerade bei Kontern außerhalb vom Sichtfeld wird auch nicht jeder vertragen, dass sich Batman dann automatisch zum geblockten Gegner dreht. Ich spielte bei höchsten Immersionseinstellungen und deaktivierte alle Komfortfunktionen. Es gibt aber auch viele Einstellungen gegen Motion Sickness, die über den Winkel beim Drehen und Vignetten hinausgehen. Batman verkneift sich in dieser VR-Variante natürlich seine wirbelnden Sprünge, bei denen dann wohl auch mir übel werden würde. Aber das fällt nicht mal so auf, denn es gibt auch athletische Moves. Die werden teils manuell ausgelöst, zum Beispiel um mit Feinden die Position zu tauschen oder um Gegner am Boden zu verprügeln. Teils triggern sie aber auch automatisch, zum Beispiel wenn ihr den letzten aus einer Gruppe besiegt. Damit komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Batman Arkham Shadow ist eine vollwertige Batman-Erfahrung in VR, bei der ihr rund 8 Stunden für die Kampagne einplanen dürft. Noch mehr, wenn ihr alle versteckten Nachrichten und Sammelobjekte finden wollt. Abseits dieser Nebenbeschäftigung ist es aber auf viele Arten linear. Das hat ein paar unschöne Nebeneffekte. Gleitet ihr an der falschen Stelle von einem Dach, werdet ihr sofort zurückgesetzt. Oft ist auch vorgegeben, ob ihr kämpft oder eine Gruppe heimlich ausschalten dürft. Da sehe ich im Vergleich das sehr gute Assassin's Creed Nexus VR mit seinen recht offenen Hubgebieten vorn. Dasselbe gilt auch bei der Bewegungserkennung. Da hatte Batman doch manchmal Aussetzer, zum Beispiel wenn ich 5-mal auf einen benommenen Verbrecher einschlagen soll. Mache ich das zu schnell, werden einige Treffer nicht erkannt. Doch auch wenn der Titel nicht perfekt ist, Entwickler Camouflage ist ein würdiger neuer Teil des Arkhamverse gelungen. Bei Gameplay, Interface und Atmosphäre knüpft Arkham Shadow gelungen an die Reihe von Rocksteady an. Die Bewegung macht Spaß, gerade bei der Jagd auf ahnungslose Gegner. Die Boxkämpfe sind nahe genug am Freeflow-Kampfsystem und taugen in VR obendrein als leichte Fitnessübung. Die Story traut sich auch an Themen wie Polizeigewalt und Gerechtigkeit im Justizwesen, hält ein paar Twists parat und zeigt nicht zuletzt Liebe für die Batman-Welt, auch in Form von kleinen Easter Eggs. Meine persönliche Wertung lautet daher 8.0 von 10. Und damit sind wir am Ende von diesem Test. Den gibt's übrigens auch als Text auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Batman.